Wusstest du, dass du Handwerkerrechnungen in deiner Steuererklärung geltend machen kannst? Wie das genau funktioniert und in welcher Höhe du die Kosten absetzen kannst, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und dass man irgendwie Handwerkerkosten in der Steuererklärung geltend machen kann, das haben relativ viele Leute gehört. Es gibt aber regelmäßig Verwirrung darüber, wie viel man eigentlich ansetzen kann und für welche Tätigkeiten man das eigentlich absetzen kann. In diesem Video schauen wir uns das ganz im Detail einmal an. Es ist übrigens ziemlich egal, wer diese Leistung erbringt. Also es muss kein registrierter Handwerksbetrieb oder sowas sein, sondern es geht eher um die Tätigkeit und weniger darum, wer die Tätigkeit erbracht hat. Was du aber unbedingt brauchst und was absolute Grundvoraussetzung ist, ist, dass du eine korrekte Rechnung bekommst, in dem die unterschiedlichen Rechnungsbestandteile auch getrennt voneinander ausgewiesen sind. Da du nur vom Lohnanteil die 20% geltend machen kannst, muss das natürlich separat ausgewiesen werden. Das heißt, wenn du eine Rechnung bekommst, wo alles zusammen in einer Pauschale irgendwie aufgeführt ist, dann wirst du das steuerlich nicht geltend machen können. Außerdem ist es sehr, sehr wichtig, dass du die Rechnung per Überweisung bezahlst. Reine Barzahlungen sind steuerlich leider nicht absetzbar. Es ist auch deswegen wichtig, weil du die Kosten erst dann berücksichtigen kannst, wenn du es bezahlt hast. Das heißt, es ist immer das Überweisungsdatum entscheidend und nicht das Rechnungsdatum. Wenn du die Handwerkerrechnung beispielsweise im Dezember bekommst, du erst aber im Januar bezahlst, dann kannst du die Kosten auch erst im Folgejahr steuerlich ansetzen. Welche Handwerkerkosten können denn steuerlich geltend gemacht werden? Und da müssen wir unterscheiden, Kosten für etwas neu zu bauen, das heißt Neubaukosten, diese Kosten kannst du steuerlich nämlich leider nicht geltend machen. Kosten, die du steuerlich geltend machen kannst, sind Kosten für Instandhaltung, für Renovierung, für Verschönerung oder Wiederherstellung. Dazu gehören zum Beispiel die regelmäßigen Wartungskosten für deine Heizungsanlage, die Schornsteinfegerrechnung, Arbeiten an Boden, Fenster, Türen, Fassade, Dacharbeiten, all das, was irgendwie dir einfällt, wo ein Handwerker etwas wiederherstellt oder schöner macht. Das sind Kosten, die du grundsätzlich als Sonderausgabe in deiner Einkommensteuererklärung geltend machen kannst. Eine längere Beispielliste findest du auch einmal unten in der Videobeschreibung. Das ist aber keine abschließende Aufzählung. Das heißt, auch Tätigkeiten, die ähnlich zu diesen Tätigkeiten sind, kannst du in deiner Steuererklärung ansetzen. Nachdem wir wissen, welche Arten von Tätigkeiten steuerlich begünstigt sind, ist jetzt die große Frage, in welcher Höhe denn eigentlich? Und um das zu wissen, müssen wir uns die Handwerkerrechnung mal genauer anschauen. Auf so einer Handwerkerrechnung stehen in der Regel mehrere Positionen, zum Beispiel Materialkosten. Als Beispiel, ich habe einen Dachdecker, der mein Dach neu macht, die Dachziegel sind Materialkosten. Diese Kosten kann ich leider nicht steuerlich geltend machen. Was ich allerdings steuerlich geltend machen kann, ist der Lohnanteil, das heißt der Stundensatz, der da steht für den Handwerker. Was ich auch absetzen kann, sind die Fahrtkosten. Und was ich auch absetzen kann, sind die Verbrauchskosten. Das heißt, zum Beispiel, wenn mein Arbeitszimmer gestrichen wird oder das Wohnzimmer gestrichen wird, dann benutzt der Maler ja in der Regel Material zum Abkleben oder eine Folie, die untergelegt wird und so weiter. Dieses Abklebematerial oder die Folie, die wird ja kein zweites Mal verwendet werden. Das heißt, es ist verbraucht nach der Arbeit bei dir. Auch diese Kosten kannst du absetzen. Und diese Kosten kannst du pro Jahr mit einer Höhe von bis zu 6.000 Euro steuerlich geltend machen. Und von diesen 6.000 Euro kannst du 20% in deiner Steuererklärung eintragen. Das heißt, bis zu 1.200 Euro pro Jahr kannst du diese Kosten ansetzen. Zum ganzen Thema Handwerkerkosten habe ich noch so einen kleinen Praxistipp für dich. Wenn du im Eigenheim wohnst oder also ein eigenes Apartment hast oder ein Haus hast, dann wirst du es in der Regel kennen, regelmäßig auch Handwerker zu beauftragen für Wartungsarbeiten, Renovierungsarbeiten und so weiter. Wenn du aber zur Miete wohnst, dann denkst du dir vielleicht, naja, ich beauftrage gar keine Handwerker. Wenn irgendwas getan werden muss, dann melde ich mich bei meinem Vermieter und der kümmert sich um alles. Das heißt, ich habe das ja gar nicht, ist für mich gar nicht relevant. Wenn du das jetzt denkst, dann wirf mal einen Blick auf die jährliche Nebenkostenabrechnung. Denn nur weil du den Handwerker nicht beauftragst, heißt es nicht, dass du keine Handwerkerkosten hast. Denn in den Nebenkosten sind in der Regel eine ganze Reihe an Handwerkerkosten enthalten. Für einen Hausmeister, für Wartungsarbeiten und so weiter. Und in einer guten Nebenkostenabrechnung sind genau diese Kosten auch separat ausgewiesen und quasi dir dein Teil zugewiesen. Das heißt, in der Nebenkostenabrechnung stehen in der Regel Handwerkerkosten, die du auch in deiner Steuererklärung ansetzen kannst.
Ich hoffe, du weißt jetzt, wie du deine Handwerkerrechnungen in deiner Steuererklärung geltend machen kannst. Wenn du das noch nicht genau weißt und noch Rückfragen hast, dann schreib uns auch einen Kommentar und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt aber denkst, Steuererklärung wird niemals mein Lieblingshobby, ich bin selbstständig und habe dafür grundsätzlich keine Zeit, das soll doch ein Steuerberater machen, dann sind wir vielleicht genau der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau auch gerne in unserer Online-Community vorbei. Da kannst du alle Fragen stellen, was du steuerlich absetzen kannst. Wie du dich anmelden kannst, erfährst du in diesem Video oder schau dir einfach eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel das hier. Dazu gehört zum Beispiel die Wartung der Heizungsanlage oder die Schornsteinfegerrechnung, die du einmal im Jahr bekommst. Von mir aus auch die ZÜT, von mir aus, als wenn das meine Meinung ist.